Freitagmittag, Radio Antenne Frankfurt, hier 13:37 haben wir es. Aufgestanden, Krönchen gerichtet und weiter. Nach einem etwas holprigen Start ist der SC Hessen Dreieich jetzt scheinbar in der Regionalliga angekommen. Am Wochenende hat die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer den zweiten Saisonsieg eingefahren und ist seit mittlerweile 5 Spielen ungeschlagen. Nico Segert vom SC Hessen, erstmal zu deiner Gesundheit. Du bist seit mittlerweile 5 Wochen verletzt. Wie geht's denn voran mit der Genesung? Ich habe am Donnerstag nochmal ein MRT und hoffe natürlich, dass der Doc mir dann demnächst mal das Go gibt, dass ich wieder einsteigen kann. Okay, ihr habt letztes Wochenende den zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart habt ihr 2-1 gewonnen. Wie viel Selbstbewusstsein gibt euch das? Wir sind jetzt schon mehrere Spiele umgeschlagen und ich denke, sowas gibt immer Auftrieb und positive Energie für die nächsten Spiele. Und ich hoffe, dass wir die Serie auch ausbauen können jetzt gegen FSV Frankfurt, was ein ganz wichtiges Spiel für uns ist. Ja, du hast gerade so angesprochen, nächstes Spiel gegen FSV Frankfurt. Du hast selbst schon für den FSV gespielt. Wie schätzt du denn das Team ein? Ich schätze den FSV als relativ unangenehme Truppe ein. Sie sind seit letztem Jahr auch eingespielt. Sie haben eine Mannschaft, die sich kennt. Und wir sind eigentlich ganz gut gestartet, haben aber in den letzten Spielen jetzt auch nicht mehr so viele Punkte geholt und stehen direkt in der Tabelle vor uns. Und wäre extrem wichtig für uns, die 3 Punkte da zu holen. Dankeschön. Nico Segert vom SC Hessen Dreieich, der trifft morgen Nachmittag auf den FSV Frankfurt. Anpfiff im Hahn-Air-Sportpark ist um 14 Uhr.